Ich bin, wie Sie ja sehen, Karin Schnebel. Ich bin Politikwissenschaftlerin eigentlich, aber ich hatte immer mal den Wunsch, dass ich mal ein Kinderbuch schreiben wollte. Normalerweise schreibe ich wissenschaftliche Bücher, politikwissenschaftliche Bücher, vielleicht auch noch Fachbücher im Rahmen der politischen Bildung, aber eigentlich schreibe ich, aber ein Kinderbuch habe ich noch nie geschrieben. Und damit ist es das erste Kinderbuch. Ich hatte mir dann lange überlegt, worüber denn, was ich denn für ein Kinderbuch schreiben wollte. Ich wollte auf alle Fälle was über Religionen schreiben, weil mich dieses Thema auch in verschiedenen Kontexten beschäftigt, sowohl privat als auch beruflich. Also ich habe auch einen Schwerpunkt in meiner wissenschaftlichen Arbeit, eben Religionspolitik wäre das allerdings, also nicht die theologische Seite, sondern die politische Seite. Das heißt, ich bin keineswegs eine Theologin. Also wenn denn dann die theologische Aufarbeitung nicht entsprechend ist, dann ist das sicherlich meiner Ausbildung, ist es sicherlich aufgrund meiner Ausbildung. Aber ich habe eben, ich habe mir gedacht, ich könnte ja ein Kinderbuch darüber schreiben, über bestimmte Dinge, die ich vielleicht mit meinen eigenen Kindern gemacht habe. So sind wir, würde ich meinen, relativ viel gereist und sehr häufig bei den Reisen und vielleicht sogar meistens ist man irgendwie mit einer Religion konfrontiert. Man reist in ein Land und sieht die Kultur und in der Regel hat es dann vielleicht noch mit der Besuch eines buddhistischen Tempels zu tun, je nachdem, wo man ist, oder oder man geht in die Meteora-Klöster und hat sich mit der Orthodoxie zu tun, oder wir gehen schlicht in die Synagoge in München oder sowas, ja. Und all dies habe ich dann gedacht, das könnte ich doch einfach verwenden für das Buch. Und somit habe ich dann wuchs die Idee, dass ich ein Kinderbuch schreiben wollte, welches aus den Dialogen mit meinen eigenen Kindern besteht. Das sind natürlich dann Reisen im Grunde, die gemacht worden sind, als die Kinder zwischen 7 und 17 waren, würde ich meinen. Also 5 Jahre Altersunterschied. Mädchen jünger, Junge älter. Und in diesem Sinne habe ich dann die Dialoge, die tatsächlich stattgefunden haben, in ähnlicher Form wiedergegeben. Ich kann natürlich 8, 9 Jahre später ganz unmöglich einen Dialog in genau gleicher Form wiedergeben. Das geht ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und daher habe ich auch die Namen geändert und deswegen, weil es einfach nicht ganz so genau stimmt. Ja. So viel vielleicht zum Buch. Und ja, ich habe das Buch in dialogischer Form aufgebaut. Das Buch zeigt die 5 Weltreligionen und es zeigt, die werden ein bisschen anhand von Dialogen, Besuchen, touristischen Besuchen, wenn man so will, besprochen und erklärt. Und dazwischen gibt es immer noch so Ausschnitte, die symbolisch aus einem Reiseführer kommen sollen, die ich natürlich selbst geschrieben habe und nicht einen Reiseführer hergenommen habe. Genau, und so führe ich durch die 5 Weltreligionen. Ich weiß, ich könnte die kleinen Religionen mit einbeziehen. Ich weiß, das müsste alles viel genauer sein. Aber ich wollte eigentlich ein Buch von 50 Seiten schreiben. Und es sind, wie viele Seiten sind es geworden? Ja, 172 sind es geworden. Also daher, auch in diesen 172 kann ich nicht die Welt erklären. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass ich dieses Buch heute Ihnen vorstellen kann. Ich würde nun erstmal an Dr. Pöhlmann weitergeben. Er wird ein paar Worte dazu sagen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich habe die Freude und Ehre, dieses Buch von Karin Schnebel, Eine kleine Reise durch die Religionen, woran glauben Menschen und warum, zu würdigen und darauf einzugehen und Ihnen vorzustellen. Ja, man muss sagen, es ist sehr anschaulich konkret, um das vorwegzunehmen. Vielleicht kennen Sie das Zitat von Maria Montessori: Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen. Nun könnte man dieses Zitat auch sehr schön auf dieses Buch übertragen. Kinder als Gäste, die nach dem Weg fragen. Also es geht ja darum, den Gästen einen guten Ort anzubieten und ihnen so lange und Sicherheit und liebevollen Halt zu geben, bis sie ihren Weg selber gehen zu können. Dieses Zitat ist mir eingefallen und übertragen auf das Gebiet der Religionen bedeutet das, also Religion sollte eben kein Tabuthema sein, sondern Kindern auch nahegebracht werden. Die eigene und auch die andere Religion sollte erfahrbar sein. Ich denke, es geht vor allem auch darum, und das zeigt dieses Buch sehr anschaulich und sehr konkret, es geht auch darum, den Kindern die religiöse Vielfalt in dieser Welt zu zeigen und zu erklären. Und dazu beizutragen, dass Kinder wahrnehmungsfähig werden für die Welt der gelebten Religionen. Und letztendlich geht es auch darum, sprach- und auskunftsfähig zu werden für den eigenen Glauben angesichts anderer religiösen Überzeugungen. In Begegnung, im Dialog, auch im Unterscheiden lernen,
damit Kinder auch ihren eigenen religiösen Weg in Toleranz und Achtung gegenüber Andersgläubigen selber gehen können. Warum Religion? Was ist das Anliegen von Religionen? Wo ist das Verbindende? Was unterscheidet sie voneinander? In diesem Buch von Karin Schnebel wird im Dialog mit den Kindern das Panorama heutiger großer Religionen entfaltet. Und ich finde, es ist sehr schön gelungen. In der Religionspädagogik spricht man ja immer auch von Elementarisierung. Das heißt, dass man wirklich die konkreten Punkte zusammenfasst. Es geht um Konkretion, dass Religionen sichtbar werden. Es geht auch um Anschaulichkeit. Es wird sehr schön dargestellt, auch anhand der Architektur, anhand der Gebräuche und der Riten. In ihrem Buch sind es zwei Kinder, die die Protagonisten der Handlung sind. Sie lieben das Reisen und sind interessiert an Religionen. Und auf den verschiedenen Reisen lernen sie die Vielfalt der Religionen und ihre Menschen kennen. Und es wird deutlich, Religionen haben einen prägenden Einfluss auf das Leben der Menschen. Und so erleben die beiden Kinder, Lea und Elias, bei ihren Besuchen von Gotteshäusern daheim und in verschiedenen Ländern hautnah diese Vielfalt der Religionen. So besuchen sie Gotteshäuser und Synagogen in Bayern, die griechisch-orthodoxen Meteora-Klöster, Moscheen in Istanbul, Tempel in Indien und buddhistische Klöster in China. Weltanschauung kommt von Weltanschauen. Und so erleben die Kinder die Lebendigkeit auch von Weltanschauung, ja eigentlich von Religionen. Man könnte sagen, dieses Buch ist so eine Art aufsuchende Religionserkundung für Kinder. Und es bietet eben in einer erzählerischen wie dialogisch erklärenden Reise in die Welt der Religionen diese Vielfalt. Im Mittelpunkt stehen Judentum, Christentum und Islam sowie Hinduismus und Buddhismus. Die Autorin gibt durch die dialogische Form einen kindgerechten wie anschaulichen Einblick in das Leben der jeweiligen Religion. Und sie nimmt auch die verschiedenen Konfessionsfamilien innerhalb des Christentums in den Blick. Also es gibt ja auch innerhalb der Religionen eine Vielfalt. Und besonders das 10. Kapitel zeigt am Beispiel von Jerusalem auf, wie verschiedene Religionen in einer Stadt friedlich zusammenleben können. Wir wissen es, die Geschichte von Religionen war immer auch eine Konfliktgeschichte. Aber das Buch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, das Buch erinnert auch an das Friedenspotenzial von Religionen, das sich gerade im Miteinander der Religionen unter dem Aspekt der Gottes- und Menschenliebe zu bewähren hat. Insofern, zusammengefasst, ein sehr anschauliches und informatives Buch, das die Lebendigkeit von Religionen in unterschiedlichen Kulturen auf sehr bildhafte und sehr angenehme Weise nahe bringt. Ja, danke schön. Herzlichen Dank. Bevor ich jetzt loslege, fällt mir noch eines ein. Das Buch ist gerichtet an, ich würde meine Kinder ab 8, 9 Jahren, aber auch Erwachsene. Also ich glaube, es ist differenziert genug für Erwachsene, die sich vielleicht ein bisschen informieren wollen darüber, es auch zu lesen oder den Kindern einfach vorzulesen. Ich würde jetzt nur den Bildschirm freigeben und würde Ihnen einen Einblick davon zeigen. Ich komme nicht an meine Präsentation ran. Ich habe ein technisches Problem. Dann könnt mir die Technik-Support bitte kurz helfen. Ich habe ihn im Hintergrund gefragt, geht gleich los. Ja, ach, okay. Ja. Wenn ich es öffne, kriege ich nicht die PowerPoint her. Ich kriege verschiedene Sachen, aber ich kriege die PowerPoint nicht. Können Sie mir vielleicht kurz die PowerPoint schicken, dann zeige ich sie her. Ja, das ist natürlich eine gute Lösung. Eine Sekunde. An welche E-Mail? Leopold@universum.com.
Aber ich mache dann trotzdem nebenher weiter. Schicke sie nebenher und mache aber dann auch sofort weiter. Eine Sekunde bitte. So, die ist gesendet. So, danke schön. Ich kann trotzdem weitermachen. Genau, also ich würde am Anfang eben über das Buch sprechen, das ich jetzt einfach so herzeige. Das kommt dann später. Ja, so schaut das Buch nämlich aus und Sie sehen es nämlich auch hinten dran. Und es sind nämlich ganz schöne Illustrationen von Mitra Daria Benigi Gerne, die selbst mit dem Thema Religion total eng konfrontiert war. Und zwar haben wir das so ein bisschen auch gemeinsam überlegt. Also die Illustrationen natürlich, unser Inhaltsverzeichnis schaut dann so aus. Sieht man auch wieder die Bilder, diese Figuren. Das zeige ich nachher noch genauer. Und zwar, das ist eine Person, die sowohl muslimisch als auch evangelisch erzogen worden ist und auf dem evangelischen Internat war. Und für sie war das Thema Religion immer ein Antrieb. Und deswegen fand ich das ganz schön, dass sie das illustriert tatsächlich. Und ich werde am Anfang vom Buch eben erstmal darüber sprechen, was denn eigentlich Religionen sind und woraus sie denn eigentlich, was es eigentlich bedeutet, Religionen. Und ich genau dazu wird jetzt erstmal noch der Herr Pöhlmann was sagen. Ja, es ist ja immer wieder auch die Frage, was ist denn überhaupt Religion? Gibt es denn die Definition von Religion? Viele Religionswissenschaftlerinnen, Religionswissenschaftler zerbrechen sich den Kopf über den Gegenstand ihres Faches. Und es ist natürlich immer wieder die Frage, aus welcher Perspektive man Religion genau definiert. Eine bekannte Definition ist ja schon etwas älteren Datums von dem Religionswissenschaftler Rudolf Otto. Er hat in seinem Buch über das Heilige es so versucht zu definieren, dass die Religion als Faszinosum und Tremendum, also das Faszinierende und auch gleichzeitig das Erschreckende in der Begegnung mit dem Heiligen, mit einer Gottheit. Man muss sagen, viele dieser Religionen haben ihren Ursprung in der Erfahrung einer Gotteszuwendung. Also diese Erfahrung ging zurück auf einen sich offenbarenden Gott oder eine göttliche Macht, die sich manifestieren. Denken wir an Mohammed, wird von Allah am Berge Hira ebenso überrascht wie Mose von Jahwe im brennenden Dornbusch am Gottesberg. Auf ein solches Grundereignis beziehen sich die Religionen als ihr heilvolles Einmal zurück. Und dieses Geschehen, das am Anfang von Religionen steht, greift in das Welt- und Selbstverständnis des Menschen verändernd ein. Man könnte es so sagen, Religion ist letztendlich eine gemeinschaftliche Antwort des Menschen auf Transzendenzerfahrung, die sich in Riten, Kult und Ethik Gestalt gibt. Herzlichen Dank. Wie Sie gemerkt haben, mir ist es gelungen, die Präsentation hochzuladen, warum auch immer. Vorhin ging es nicht. Genau, hier zeige ich jetzt nochmal das Inhaltsverzeichnis. Es war zum Thema jetzt, warum Religion oder Religionen. Also es geht im Grunde darum, dass Menschen eben nach Regeln suchen, um die Welt zu erklären. Also wie beispielsweise auch, warum kommt denn der Blitz? Also warum kommen Naturkatastrophen? Früher waren Menschen ja auf solche Dinge angewiesen. Die waren auf das Wasser angewiesen, auf den Regen. Die waren darauf angewiesen, dass es eben keine Naturkatastrophen gibt, weil sie ja keinerlei Schutz dagegen hatten. Und sie dachten, dass dadurch irgendeine Macht dahinter stehen müsste, die sowas ihnen antut. Vielleicht, weil sie etwas Böses getan haben, etwas, was nicht richtig war. Und deswegen werden sie vielleicht bestraft. Und so sind dann auch die Religionen entstanden. Und die Frage ist nun für uns, was bedeutet nun Religion? Und dafür zeigen wir gleich ein Stück, eine Lesung aus dem Buch. Du musst den Ton einstellen, Lea. Was bedeutet das Wort Religion eigentlich? Das ist einfach. Das Wort Religion kommt aus dem Lateinischen und zwar von Religio. Das bedeutet sowas wie Ehrfurcht. Allgemein sind damit Ideen gemeint, mit denen man sich die Welt erklärt. Also du meinst, man glaubt an etwas Übernatürliches oder eine höhere Macht. Damit meine ich Götter oder Geister. Oder man stellt sich einfach eine wirkende Kraft vor, die das Schicksal von oben lenkt. Es gibt aber Menschen, die daran glauben und Menschen, die an nichts glauben. Manche davon gehen trotzdem regelmäßig in die Kirche.
Wir gehören ja auch der evangelischen Kirche an, aber viele Freunde von mir, die ich in der Kirche treffe, sind nicht gläubig. Ich selbst bin mir da auch nicht so ganz sicher. Für religiöse Menschen oder auch Menschen, die einfach einer Religionsgemeinschaft angehören, ist der Glaube etwas, das ihrem Leben Sinn gibt, ihnen in der Welt Orientierung bietet und die Zusammenhänge des Lebens besser verstehen lässt. Also du meinst, ob man glaubt oder nicht, ist dann auch schon egal? Naja, so platt kann man das natürlich auch nicht sagen. Möglicherweise geht es vielen einfach darum, irgendwo dazuzugehören und kein Außenseiter zu sein. Die Religion hat viele soziale Seiten und schließt die Menschen nicht aus, die sich an die Regeln halten. Du meinst, die Leute suchen eine Gemeinschaft? Viele zumindest. Außerdem vereinfacht es einiges im Leben und es gibt vielen Menschen innere Ruhe. Das heißt, sie treffen sich in der Kirche zum Meditieren? Das ist sicherlich auch ein wenig so. Ich glaube, Religion ist für viele so etwas wie ein zuverlässiger Anker im sonst möglicherweise anstrengenden Leben, welches vielleicht von vielen Ängsten begleitet ist. Arme Menschen finden in der Religion auch Trost. Ich glaube, die Religion hat vielen Völkern durch Krisen und Unglück geholfen. Jetzt kommt der Frage, Herr Pöhner dran. Genau, die Frage des Polytheismus mit Fragezeichen. Es ist natürlich ein sportliches Unterfangen, so große Begriffe innerhalb kurzer Zeit Ihnen nahezubringen, aber hierzu ein paar kurze Anmerkungen. Der Begriff Polytheismus, viel Götterglaube auch, wie er manchmal übersetzt wird, ist ein Kunstwort, ein sehr alter Begriff, der auf Philo von Alexandrien zurückgeht. Und er wurde im 16. Jahrhundert und dann vor allem im 17. und 18. Jahrhundert intensiver reflektiert. Wir hören nichts. Ja. Wir haben gerade nichts gehört, ungefähr eine Minute lang. Von mir? Mikro ist aber an. Ich habe es gehört. Okay, mach. Ja, genau. Das heißt, die Herkunft der Mitglieder pantheistischer Götterwelten ist nicht festgelegt. Vergöttlichte Ahnen können ebenso dazugehören wie Gottheiten unterworfener Völker. Interessant ist, dass der Polytheismus, das haben Forschungen eben gezeigt, an Hochkulturen gebunden ist. Großreiche im Vorderen Orient, Mesopotamien, Ägypten, Indien, Griechenland und Rom. Der vielfältige Religionskomplex, das werden wir dann später noch sehen, des Hinduismus, ist auch ein großer Bereich. In der älteren Form war es eine rein polytheistische Religion. Insofern hat er sich dann später auch noch mal weiterentwickelt, wo es dann sozusagen auch zu einer Form eines Henotheismus sich teilweise auch entwickelt hat, in bestimmten Teilen. Danke. Also Poly bedeutet, also vereinfacht erklärt natürlich, einfach sowas wie viel. Und Theoi bedeutet Götter oder Geister. Also Götter und Halbgötter hatten eben menschliche Verhaltensweise. Also im Polytheismus gab es eben viele Götter. Diese Vielgötterglaube findet man heute eben im Hinduismus auch oder in manchen anderen Religionen. Aber bei uns in dieser Gegend hat sich der Polytheismus, für die Mehrheit zumindest, in einen Monotheismus verwandelt. Und da ist beispielsweise das Christentum ein Beispiel. Ja, der Polytheismus wird ja gerade bei neuen religiösen Bewegungen plötzlich auch wieder sichtbar. In meinem Beobachtungsfeld sind ja auch sogenannte neopagane religiöse Bewegungen. Denken wir etwa an neugermanisches Heidentum oder Neodruiden oder bis hin zum neuen Hexenkult. Da wird versucht, eben an vorchristliche polytheistische Vorstellungen anzuknüpfen. So, und jetzt kommt die. Heute hat das Christentum etwa 2,1 Milliarden Anhänger, der Islam etwa 1,3 Milliarden, der Hinduismus etwa 850 Millionen, der Buddhismus etwa 54 Millionen und das Judentum nur ungefähr 15 Millionen. Das Judentum, das Christentum und der Islam sind monotheistische Religionen. Der Hinduismus verehrt verschiedene Gottheiten und wird oft zu den polytheistischen Religionen gezählt. Allerdings gibt es viele hinduistische Glaubensrichtungen, die wir später noch betrachten.
Der Buddhismus nimmt eine Sonderstellung ein, denn er glaubt weder an einen allmächtigen Gott noch an das ewige Leben. Gehen wir weiter. Das Judentum. Wir wissen es vielleicht auch aus eigener Erfahrung, jüdisches Leben ist vielfältig. Die Gestalt des Judentums gibt es nicht, ebenso wenig wie die des Christentums, des Islam oder irgendeiner Religion in einer eindeutigen, von außen festgelegten Form. Weltweit gibt es rund 15 Millionen Jüdinnen und Juden, ein Drittel, 5 Millionen leben im Staat Israel. Etwa die Hälfte der jüdischen Weltbevölkerung wohnt in Nord- und Südamerika und nur 15% in Europa. In diesen Zahlen spiegelt sich die Katastrophe der Vertreibung und Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus im 20. Jahrhundert wieder. Die Begriffe Volk, Religion, Land. Diese drei Begriffe können als Bezugspunkte verstanden werden, auf die hin sich jüdische Lebenswelten beschreiben lassen. Es sind eine oder mehrere Größen, die das Selbstverständnis von Jüdinnen und Juden prägen. Eine besondere Rolle im Judentum spielt die Schriftauslegung. Wir unterscheiden beim Judentum auch verschiedene Richtungen und es zeigt gleichzeitig die lebendige Vielfalt des Judentums. Wir sprechen vom sephardischen Judentum, das sind jene Jüdinnen und Juden, die bis 1492 hauptsächlich in Spanien und Portugal gelebt haben und die sich von dort vertrieben in Südosteuropa und Amerika und Nordwestdeutschland niedergelassen haben. Wir sprechen vom aschkenasischen Judentum. Das sind Juden, die in Mitteleuropa, Deutschland, Frankreich oder Norditalien zu Hause waren. Später wurde vor allem Osteuropa zur Heimat aschkenasischer Juden. Dort entwickelte sich im 18. Jahrhundert eine weitere Richtung, der Chassidismus. Und wir sprechen vom orientalischen Judentum, das in Südwestasien, Nordafrika, Indien und Ländern des Nahen Ostens beheimatet ist. Ihre Gemeinden gehen so das Selbstverständnis bis auf die Zeit des ersten Tempels zurück. Und wenn wir beim zeitgenössischen Judentum sind, da gibt es auch nochmal eine Vielfalt an Richtungen und Strömungen, das sogenannte liberale Judentum, das orthodoxe Judentum, da geht es sozusagen um die Verteidigung der angefochtenen Traditionen. Das orthodoxe und ultraorthodoxe Judentum ist ja jetzt wieder auch Gegenstand von manchen Fernsehserien geworden, wo eben sozusagen auch die verschiedenen Traditionen auch nochmal beleuchtet werden und die Begegnung mit der Moderne. Da spielen bestimmte Kleidungstraditionen eine Rolle, schwarze und weiße Mäntel, spezielle Hüte, Haartrachten oder Sprachtraditionen. Dann können wir davon das konservative Judentum unterscheiden, das zwischen liberal und orthodox angesiedelt ist. Und dann gibt es natürlich noch die jüdischen Mystiker und den Chassidismus, die sich auf die Kabbalah beziehen als Geheimnisse der Tora, die darin enthalten sind. Das Judentum hat auch einen eigenen Festkalender. Es gibt Pilgerfeste, das Pessachfest, die Befreiung Israels aus Ägypten, das spielt ja eine große Rolle. Das Laubhüttenfest, besondere Feste wie Beschneidungsbund oder Bar Mitzwa, wo ein Junge mit 13 eben religionsmündig wird. Man kann also sagen, das Judentum ist eine Religion der lebendigen Schriftauslegung im Gehorsam gegenüber Gott. Dankeschön. Und jetzt kommt die Lesung 3. Warum läuft hier ein Mann mit einem kleinen Käppi auf dem Kopf herum, so ganz ohne Schild? Eine solche Käppi ist ja nicht mal ein Sonnenschutz. Das ist kein Käppi, das nennt man Kippa. Dies tragen die Juden, es soll den Respekt vor Gott ausdrücken. Sie wollen vor Gott nicht ohne Kopfbedeckung erscheinen. Die Juden nennen Gott übrigens Jahwe. Ach so, und was tragen denn die Frauen? Müssen die denn ein Kopftuch tragen? Die Frauen können auch eine Kippa tragen, tun es aber nicht. Verheiratete Frauen suchen sich meist eine andere, oft bunte Kopfbedeckung aus, mit einem Tuch etwa. Dabei ist es nur wichtig, dass der Kopf oben bedeckt ist. Unverheiratete Frauen tragen keine Kopfbedeckung. Jüdische Jungen aber bereits ab dem dritten Geburtstag. Ach so,
Ich weiß schon, dass die Juden nicht in die Kirche, sondern in die Synagoge zum Gottesdienst gehen. Können wir auch mal eine solche Synagoge rein? Ich würde gern wissen, ob es da ähnlich aussieht wie in einer Kirche. Klar, das können wir. Ups. Also, Juden tragen also eine Kippa, um den Respekt vor Gott auszudrücken. Die Geschichte in diesem Buch fängt mit Abraham an. Abraham ist natürlich der Gottesvater von verschiedenen Religionen und auch das wird erklärt. Also beim Judentum ist ein relevantes Tardatum ist 70 nach Christi. Da wurde der zweite Tempel zerstört. Also der erste Tempel wurde im 6. Jahrhundert vor Christi zerstört. Und damals sind die Juden nach Judäa gegangen und kamen wieder zurück, haben einen zweiten Tempel aufgebaut und dieser wurde 70 nach Christi auch zerstört und die Juden sind dann in die ganze Welt zerstreut worden. Also vor allem nicht nur in Europa, aber vor allem nach Europa. Und damit beginnt natürlich, hat eine Geschichte begonnen, die nicht nur, aber schon wirklich zu einem sehr, sehr, sehr großen Anteil mit Unterdrückung zu tun hatte, in unterschiedlichen Formen. Und das wird nicht genau natürlich beschrieben, das wird nur kurz angesprochen. Der Gipfel dieser Unterdrückung war dann der Zweite Weltkrieg, die Shoah. Also im Buch habe ich den Schwerpunkt darauf gelegt, wie denn so eine Religion funktioniert und nicht darauf, welche Position die Religion in der Gesellschaft hatte, weil das fand ich irrelevant. Also ich fand es wichtig, dass man sich mit der Religion beschäftigt, mit dem, was die Religion so ausmacht. Also natürlich auch, dass der Staat Israel gegründet worden ist, das kann man schlecht weglassen, aber es geht mir eher darum, was ist denn das mit der Tora? Was ist also die mündliche Überlieferung? Wie ist denn das mit dem Talmud? Ach so, das ist jetzt erst einheitlich gemacht worden, einigermaßen erst nach Christi Tod beispielsweise, auch interessant. Es wird darüber informiert, dass gläubige Juden eben die Vorschriften aus ihren Schriften eben sehr ernst nehmen. Also beispielsweise am Sabbat wird nicht gearbeitet. Sie haben einen festen Ablauf von ihren Festen, die sie feiern. Und da würde ich jetzt auch gern die Unterhaltung nach dem Besuch der Synagoge Ihnen zeigen. Also am besten fand ich den Tora-Schrein. Die Tora-Rolle, die darin war, ist ja etwas ganz Besonderes. Einen solchen Schrank kenne ich nicht aus unserer evangelischen Kirche. Da wird mit den Bibeln nicht so sorgfältig umgegangen. Das ist da so feierlich. Hast du das mit dem Vorbeter verstanden? Das sind einfach Gemeindemitglieder, die aber dafür ausgebildet werden und die dann im Wechsel immer eine Stelle aus der Tora vorlesen dürfen. Warum müssen die dafür ausgebildet werden? Möglicherweise geht es um eine bestimmte Betonung des Textes und sie helfen dem Rabbiner, so heißt der jüdische Pfarrer, beim Aussuchen des Absatzes, der vorgelesen wird. Da waren noch die Tafeln an den Wänden mit den Namen der getöteten Juden. Das sind sehr viele und die hatten oft deutsche Namen. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Die haben teilweise ja ungefähr 1700 Jahre zuvor ihre Heimat verlassen. Da sind die Namen längst eingedeutscht. Die waren genauso Deutsche wie andere auch. Zwar war Deutschland sehr christlich, aber die jüdischen Rituale bekam man ja außerhalb des Hauses kaum mit. Die jüdischen Kinder waren mit nicht-jüdischen Kindern befreundet und die Juden waren oft auch sehr gebildet. Wenn man durch den Flur mit den Tafeln läuft, wird man ganz traurig. Da hast du recht. Erstaunlich finde ich daher auch, dass die Juden, die da in der Synagoge eine Einführung gemacht haben, erzählt haben, dass sie auch heute noch nicht gerne mit der Kippa auf dem Kopf auf die Straße gehen, weil sie Angst vor Diskriminierung haben und wohl tatsächlich komisch angeschaut werden, wenn sie eine Kippa tragen. Warum eigentlich? Nun, ich glaube, das sind nur manche Leute. Einige sind dagegen, dass es so viele verschiedene Religionen in Deutschland gibt. Man nennt sie Rechtsextremisten. Auch manche Muslime mögen die Juden nicht, weil sie beispielsweise daran denken, dass die Juden den Palästinensern in Israel ihr Land weggenommen haben. Es gibt verschiedene Religionen, die heute denken, dass Jerusalem ihr gelobtes Land sei. Das sind Muslime, die Juden und auch die Christen. Aber dazu erzähle ich später noch mehr. Das Christentum in seiner ganzen Vielfalt. Es nimmt seinen Ausgangspunkt mit Leben, Lehre, Kreuzigung, Tod und Auferstehung des Juden Jesus von Nazareth. Das ist der Ausgangspunkt.
und das frühe Christentum formiert sich zunächst innerhalb des jüdischen Synagogenverbandes und beginnt sich dann davon auch zu emanzipieren. Ein Christos, also ein Christus, wird auch außerhalb der biblischen Überlieferung erwähnt, etwa bei den römischen Schriftstellern Tacitus und Sueton. Gleichwohl ist deutlich, dass mit der Jesusbewegung ist natürlich eher eine kleine Provinzepisode innerhalb des Römischen Reiches. Es wird später mehr daraus. Das frühe Christentum und vor allem natürlich erstmal die Jesusbewegung konkurrierte auch mit anderen religiösen Bewegungen. Denken wir an die Täuferbewegung oder auch an die Essener. Eine wichtige Rolle spielt dann für die Verbreitung des Christentums Paulus, ursprünglich ein Pharisäer, der sich bekehrt hat, ein Zeltmacher aus Tarsus. Er wird zum Heidenapostel. Er sagt, es bedarf keiner Voraussetzungen, weder Beschneidungen noch Gesetz. Er wird Gründer von Gemeinden auf dem europäischen Festland. Das frühe Christentum ist zunächst einer Verfolgungssituation ausgesetzt, wird dann Religio licita, erlaubte Religion, und unter Konstantin dann Staatsreligion. Das Christentum versteht sich, wie es Eusebius von Caesarea erstmal formuliert hat, als das neue Israel. Und damit begannen auch die Probleme im Verhältnis von Kirche und Synagoge, die Trennung. Und das Christentum und das rabbinische Judentum haben sich dann in wechselseitiger kritischer Auseinandersetzung entwickelt. Das kann man insbesondere in der Geschichte des biblischen Kanons beobachten. Wenn wir vom Christentum sprechen, muss man eigentlich von Christentum im Plural sprechen. Die Christentümer. Wir unterscheiden die orthodoxen Kirchen, das sind die aus der byzantinischen Reichskirche hervorgegangenen und durch die Slawenmission neu entstandenen Nachfolgekirchen. Wir sprechen von den altorientalischen Kirchen, das sind jene Kirchen, bei denen zwar das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel und seine Trinitätslehre in Geltung steht, nicht aber die frühen christologischen Lehrentscheidungen des Konzils von Chalcedon zur Zwei-Naturen-Lehre Jesu. Es gibt die katholischen Kirchen, die römisch-katholische Kirche und natürlich auch da wieder eine Vielfalt, die protestantischen Kirchen, die aus der Reformationsbewegung des 16. Jahrhunderts hervorgegangen sind. Denken wir an Zwingli, Calvin, der reformierte Typ. Denken wir an Luther und Melanchthon, der lutherische Typus. Und denken wir an den sogenannten linken Flügel der Reformation, die Täufer, aus denen die Mennoniten hervorgegangen sind und weitere Erweckungsbewegungen. Und zuletzt das pfingstlich-charismatische Christentum, das großen Wert legt auf die Wirkungen des Heiligen Geistes, Heilungen, das eben kirchenbildend, dass neue Freikirchen entstehen. Vor allem ein Phänomen, das wir in Asien und auch in Südamerika beobachten können. Hier im Buch geht es natürlich nicht so sehr in die Tiefe, können Sie sich ja wahrscheinlich denken. Hier im Buch wird die Geschichte von Jesus und des Christentums erzählt. Also einige Jahre nach seinem Tod, also von Jesus, zogen die Jünger in andere Länder, um die Botschaft zu verkünden. Sie schrieben dann die Erlebnisse eben nieder in verschiedenen Schriften, die dann später zusammengeführt worden sind. Aus diesem Grund haben die auch verschiedene Sprachen, weil die Jünger waren ja auch in verschiedenen Ländern und haben das vielleicht auch aufschreiben lassen. Und diese verschiedenen Schriften sind dann zusammengeführt worden in der Bibel, also im Neuen Testament und später natürlich auch im Alten Testament. Ist das Alte Testament auch geschrieben worden. Erst durch Kaiser Konstantin wurde das Christentum eben zur führenden Religion des Römischen Reiches. Und allerdings wird auch erwähnt, dass ich natürlich näher darauf eingegangen, ich gehe hier selbstverständlich nur ganz grob über manche Dinge drüber, das ist selbstverständlich. Im 11. Jahrhundert spaltete sich die Ostkirche von der katholischen Kirche ab. Die orthodoxe Kirche entstand. Im westlichen Teil von Europa gab es bis in das 16. Jahrhundert nur eine Kirche. Also katholisch bedeutet ja auch einheitlich. Im 16. Jahrhundert lebte dann eben Martin Luther, den haben wir eben schon was gehört. Er hat sich dann über die katholische Kirche beschwert.
leer. Lea, du musst lesen. Ach so, ja, stimmt, sorry. Wer hat das auf ein Blatt geschrieben und die Tür der Kirche genagelt? 31. Oktober 1517, um genau zu sein. Auf dem Blatt standen die sogenannten 95 Thesen von Martin Luther. Das war der Beginn vieler Konflikte und der Ursprung der evangelischen Kirche. Gerade erst im Jahr 2017 feierte man das 500-jährige Bestehen dieser neuen Gedanken. Die Kirche heißt übrigens evangelische Kirche, weil Martin Luther meinte, man sollte sich doch mehr an die Evangelien halten, die etwas anderes predigen als das, was damals der Papst Leo X. Den Leuten erzählen ließ. Martin Luther wollte, dass die Christen eben wieder evangelischer werden, also sich stärker nach der Botschaft der Evangelien richten. Später entstanden daraus verschiedene kirchliche Gemeinschaften, die sich eben evangelisch nannten. Aber erst einmal waren diejenigen, die gegen die Kirche protestiert haben, die Protestanten. Wenn heute jemand 95 kritische Sätze an einer Kirchentür kleben würde, dann würde keiner überhaupt nur hinschauen. Oder wenn es überhaupt jemand lesen würde, dann würde er höchstens mit der Achsel zucken. Das liegt aber daran, dass es damals in Deutschland nur die katholische Kirche gab und diese auch die Politik des Staates bestimmt hat. Also jeder war verpflichtet, den Regeln, die Kirche vorgab, zu gehorchen. Da konnte man nicht einfach denken, was man wollte, wie heute. Was genau kritisierte denn Martin Luther? Also ich weiß, das mit dem Ablass fand er nicht christlich, oder? Genau, der Ablasshandel war etwas, das bei Martin Luther möglicherweise die Entscheidung, sich dagegen wehren zu müssen, auslöste. Luther sagte und begründete es mit der Bibel, dass die Ablassprediger sich entweder irrten und den Leuten bewusst die Unwahrheit erzählten. Luther meinte, dass jeder Christ, der wahre Reue über Leid und über seine Sünden empfindet, die Vergebung von Strafe und Schuld ohne Ablass und nur durch die Gnade Gottes erfahren würde. Viele Menschen dachten wie Luther. Sie wollten die Missstände in der Kirche beseitigen und sie so erneuern, wie sie glaubten, dass Jesus dies wollte. Martin Luther hatte sehr schnell viele Anhänger. Haben dann nicht nach Luther die Religionskriege angefangen? Sehr bald gab es viele Konflikte. An vielen Orten wehrten sich die Menschen gegen zu strenge Regeln und auch gegen die Sache mit dem Ablass. Die Leute zogen das in Zweifel und begannen, die Ideen von Martin Luther anzunehmen und auch sie für sich zu interpretieren. War nicht Luther auch der Meinung, dass jeder das Lesen und Schreiben lernen sollte und dass die Bibel auch auf Deutsch geschrieben sein müsste? Genau. Luther hat selbst dafür auch die Bibel ins Deutsche übersetzt, damit sie jeder lesen kann. Auch hat er noch weitere Bücher über den Glauben geschrieben und diese drucken lassen. Der Buchdruck wurde ja einige Jahre vor Luthers Zeit erfunden. Das war damals ziemlich neu, denn wenn jeder lesen kann, dann kann sich jeder informieren und glaubt nicht mehr einfach das alles, was man erzählt. Für solche oder ähnliche Aussagen bekam Martin Luther große Probleme mit dem Gesetz. Halt. Das Christentum, die Orthodoxie. Christus voskresje. Wo ist du nu voskresje? Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Dieser Osterruf erklang jetzt am vergangenen Wochenende in den orthodoxen Kirchen, etwa in der russisch-orthodoxen Kirche. Diese orthodoxe Kirche hat Besonderheiten. Als orthodox bezeichnet man jene Nationalkirchen, die aus der byzantinischen Reichskirche hervorgegangen sind. Die Tradition findet in den heutigen Kirchen nicht eine ungebrochene Fortsetzung. Das heißt, die orthodoxen Kirchen sind das Resultat einer eigenständigen geschichtlichen Entwicklung, die nicht zuletzt durch das Entstehen slawischer Nachfolgekirchen der ehemaligen byzantinischen Reichskirche geprägt worden sind. Ihre gemeinsame Selbstbezeichnung orthodox, also rechtgläubig, besagt, dass sie sich als die rechtgläubige Kirche im Gegensatz zu den Heretikern und Schismatikern betrachten. Diese orthodoxen Kirchen sind Nationalkirchen und der Begriff orthodox wird dann immer mit dem Namen einer Nation verbunden, griechisch-orthodox, russisch-orthodox.
Das besondere Merkmal der orthodoxen Theologie ist eine Theologia Gloriae, also eine Theologie der Ehre, des Lobpreises Gottes. Das erlebt man in den Gottesdiensten sehr anschaulich oder wenn man eben einen Gottesdienst besucht im Blick auf die Ikonostase mit den Ikonen. Das orthodoxe Christentum umfasst heute 15 sogenannte autokephale, 7 autonome und einige unabhängige Kirchen. Autokephal heißt es aus dem Griechischen mit einem eigenen Haupt, Oberhaupt. Kirchen, deren Oberhaupt nicht von einem anderen Patriarchen oder Bischof eingesetzt und abhängig sind, sondern von einem Gremium einer eigenen Kirche gewählt wird. Im Zentrum orthodoxer Theologie steht die Befreiung des Menschen vom Fluch der Todesverfallenheit, dem der gesamte Kosmos unterworfen ist. Christus ist der Pantokrator, der kosmische Herrscher. Vielleicht kennen Sie diese Ikone. Es geht in der orthodoxen Theologie um die Vergottung des Menschen. Christus hat der todesverfallenen Welt das göttliche, unsterbliche Leben gebracht. Und dieses neue Leben wird in den Gottesdiensten, in der Liturgie, in den Sakramenten, den Bildern, in den Heiligen gefeiert. Es geht um die Teilhabe am neuen Sein durch das Sakrament und durch die Symbolik. Und der Gottesdienst bildet damit den Mittelpunkt geistlichen Lebens in den orthodoxen Kirchen. Unser Ausflug in die Meteora-Klöster in Griechenland war sehr schön. Diese sind weit oben auf Bergfelsen gebaut. Karen, du bist stumm gestellt. Das war überhaupt nicht so einfach, überhaupt hineinzukommen, da die Wege so lang waren. Um an das eine Kloster zu kommen, musste man richtig lang auf steilen Wegen gehen. Das war bei dem Kloster, bei dem sie das Essen per Flaschenzug hochbringen. Und wir wollten nicht mehr laufen, weil es zu steil war. Aber wir haben den Weg nicht bereut. Wir waren dann vom Gottesdienst sehr bewegt. Man hat uns gezeigt, wie die Mönche da so leben. Man hat uns deren Orte des Gebets und natürlich die Kirche gezeigt. Anschließend sind wir noch zum süßen Tee eingeladen worden. Das Besondere war, dass nur wir dazu eingeladen worden sind, die anderen Touristen nicht. Dazu gab es leckere süße Teile, so etwas wie große Kekse mit ganz viel Zucker. Die heißen Kuluria und haben viel Butter und Zucker. Naja, mehr als wir Deutschen üblicherweise ins Gebäck tun. Ich glaube, denen hat es gefallen, dass wir als ganze Familie bis nach oben gelaufen sind. Das sind wirklich bizarr geformte Felsen, auf denen gebaut wurde. Lea war damals gerade 7 Jahre alt und du warst 12 Jahre alt. Daher weiß ich auch noch mehr als meine Schwester. Das war mitten im Gebirge. Die Klöster haben ausgeschaut, als würden sie in der Luft schweben. Gerade wenn es unten im Tal neblig war. Im Buch spreche ich dann weiter über eben Gemeinsamkeit und unterschiedliche der christlichen Religionen und Konfessionen. Und die werden auf einfache Weise erklärt, aber immerhin so, dass ich habe versucht, einen Sprachstil zu finden, der sowohl Kinder als auch Erwachsenen okay ist, also der nicht zu kindisch ist. Und das zeige ich auch an der Israel-Reise, weil in Israel haben wir gestaunt, wie eng doch die Religionen, also orthodoxe, die Konfessionen, Religionen, die katholischen, die Protestanten auch und eben Juden und natürlich Muslime zusammenleben. Wie wir wissen, nicht ohne Konflikte, aber als wir da waren, gab es gerade keine Konflikte. Also wir waren da sehr verwundert darüber. Genau, und da komme ich aber später nochmal dazu zu erzählen. Bitte schön, Herr Pöhlmann. Ja, ein weiteres großes Thema. Wir wenden uns jetzt dem Islam zu. Der Islam ist nach dem Christentum die mitgliederstärkste Religion weltweit. Es gibt hohe Wachstumsraten in Afrika und Asien. Der Islam ist ja ganz eng verbunden mit der Person Mohammed, mit seinem Leben und Vorbild. Ich bezeugte, dass es keine Gottheit gibt außer Gott und ich bezeuge, dass Mohammed sein gesandter Prophet ist. Das heißt, Mohammed gilt nicht als Begründer ihrer Religion, der Muslime, das ist Allah selbst, sondern er ist Verkünder des Islam. Über das Leben Mohammeds berichten nur muslimische Quellen. Islamische Biografien gibt es erst im 8. und 9. Jahrhundert. Wir können einige wenige Angaben dann eben finden über Mohammed. Er wurde um 570
nach Christus auf der arabischen Halbinsel in der Oasenstadt Mekka geboren. Er entstammte offensichtlich einer verarmten Familie. Und er war wohl anfangs davon überzeugt, er verkünde denselben Glauben wie Juden und Christen. Später kam es aus religiösen und politischen Gründen zu Kämpfen und zur Vertreibung von Juden aus Medina. Ganz kurz, das sind jetzt wirklich sozusagen wie ein Crashkurs im Blick auf Religionskunde. Der Koran spielt natürlich als grundlegende Quelle des Islam eine große Rolle. Der Klang seiner Rezitation begleitet jeden Muslim von klein auf. Er wächst mit der in ihm enthaltenen umfassenden Rechtleitung für Glauben und Leben auf. Der Koran wird als offenbartes Wort Gottes verehrt und er ist in Arabisch abgefasst. Der Glaube, er ist sehr stark bestimmt von der Transzendenz Allahs. Gott, der eine, erwartet von den Menschen, dass sie ihn in seiner Größe und Erhabenheit anerkennen, sich ihm unterordnen und ihm gehorchen, als Islam die vollständige Hingabe praktizieren. Und das sind natürlich die bekannten 5 Säulen, aber da halte ich mich zurück. Letzter Satz, wer so die islamische Auffassung, wer dieser Wegweisung folgt und sein Leben daran ausrichtet, praktiziert Islam die Hingabe auf Gott. Dankeschön. Es geht eben um das, also wir waren nämlich in Istanbul und in Istanbul, das war schon für uns ein ganz spezielles Erlebnis. Also in den Gotteshäusern waren, haben wir eben Moscheen, haben wir eben erlebt, wie das da so ruhig war, wie das still war, wie das so einen Frieden ausgestrahlt hat. Wir fanden das damals ganz schön und darauf habe ich auch unsere Dialoge basiert. Wir haben im Buch wird die Geschichte verpackt, die Geschichte von Mohammed und dem Islam erzählt. Also genau, und es wird auch darüber berichtet, da werden Parallelitäten gezogen, wie denn die Bibelgeschichten aus dem Alten Testament sich immer wieder leicht abgewandelt im Koran wiederfinden. Auch das wird gezeigt, auch das wird dargestellt. Und dazu haben wir jetzt eine Lesung. Nun weiß man aber doch nicht, ob Mohammed überhaupt lesen und schreiben konnte. Ich habe von beidem gehört. Manche sagen das eine und manche sagen das andere. Manche sagen, seine Frau und seine besten Freunde haben ihm das aufgeschrieben. Nach ein paar Monaten begann Mohammed, diese Erlebnisse auch in der Stadt zu erzählen und er begann, den Menschen Gottes Botschaft zu verkünden. Mohammed wollte, dass die reichen Menschen ihr Leben ändern und den Armen etwas abgeben. Auch predigte er, dass man nicht mehr mehrere Götter anbeten solle, sondern nur noch einen einzigen wahren Gott. Und was passiert, wenn die Menschen nicht auf ihn hören? Das ist ganz klar. Die Menschen würden dann in der Hölle landen, wo sie gequält werden. Wer aber nach Gottes Geboten lebt, der gewinnt das ewige Leben im Paradies. Irgendwie kenne ich das von irgendwoher. Ist das nicht auch die Aussage der Katholiken? Ja, das stimmt. Aber bei den Katholiken steht es eher im Vordergrund, dass man die 10 Gebote einhalten soll. Und da steht nichts davon, dass man sich keinen Reichtum aneignen soll. Da geht es eher darum, nicht zu töten, nicht Ehe zu brechen und so weiter. Herr Pöllmann, könnten Sie bitte die Lea lesen? Ich bin da. Ah, okay. Ich sind die Religionen ja gar nicht, wenn es auch auf den ersten Blick so aussieht. Nun ja, die Religionen und die religiösen Praktiken sind verschieden und haben sich auch im Laufe der Jahre verändert. Mal gibt es Phasen oder auch Zeiträume, in denen die Religion oder auch die Bibel bzw. der Koran von den Menschen strenger ausgelegt wird. Mal wird die Bibel oder eben der Koran lockerer betrachtet, wodurch sich vieles modernisiert. Ich glaube, so eine Modernisierung kann dazu führen, dass die Religionen sich annähern. Wenn alle ihre eigenen religiösen Meinungen etwas lockerer sehen, dann ist man doch auch offen für diejenigen, die eine andere Religion haben. Demnach gäbe es weniger Probleme. Sehe ich das richtig? Ja, so sehe ich es auch. Und doch gibt es verschiedene Gründe, warum sich eine Religion wieder zu einer sehr engen Auslegung entwickeln kann. Das ist zum einen in Zeiten der Not oder der befürchteten Not, wenn Menschen Angst um ihre Zukunft haben, sei es die wirtschaftliche oder auch die körperliche Sicherheit, also im extremen Fall auch Angst um ihr Leben. Dann ziehen sie sich zurück in ihre Herkunftsreligion.
Das passiert auch, wenn Menschen in einem ihnen fremden Land sind und sich nicht so ganz anerkannt fühlen. Sie finden dann Sicherheit und Trost bei einem allmächtigen Gott, der sozusagen alles im Griff hat. Im Buch wird dann weiter erzählt, was der Islam bedeutet. Der bedeutet eben Ergebung in Gottes Willen oder Hingabe an Gott. Die Ableitung davon heißt eben Muslime, also die sich Gott ergebenen. Das wird natürlich dann noch näher ausgeführt. An der Stelle will ich jetzt einfach noch mitteilen, dass ich habe gesehen, es sind viele Fragen. Wir werden die später dann beantworten. Wir können das nicht nebenher machen, das passt nicht ganz. Im Buch wird dann klar, warum der Tempelberg in Jerusalem sowohl für Christen und Juden als auch für Muslime so wichtig ist. Also für Muslime war es aufgrund der Himmelsleiter, die Mohammed bestiegen hat. Und von woher er auch die Informationen bekam, die Nachrichten, die eben Allah ihm mitgegeben hat. Und dieser Stein von Abraham, der Stein von Abraham, auf dem auch sein Sohn damals getötet werden sollte und dann eben auch nicht, der ist auf dem Tempelberg. Auch da gehe ich dann näher drauf ein. Die Schriften Mohammeds zeigen, dass für ihn Alltägliches, Politisches und Religiöses eine Einheit bilden. Und dann wird im Buch auch noch berichtet um den Streit um die Nachfolge von Mohammed. Da wird auch ein bisschen differenzierter darauf eingegangen. Und daraus haben sich dann zwei Hauptrichtungen entwickelt, also die Sunniten und Schiiten und später noch die Aleviten und noch einige andere Richtungen. Ups, Moment, bin ich wieder ein bisschen gesprungen. Ja, genau, bitteschön. Ja, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Religion. Hinduismus ist letztendlich ein auch Kunstbegriff. Gemeint sind eigentlich die Religionen Indiens. Bereits im 19. Jahrhundert hat der Hinduismus, wenn man ihn so bezeichnet, eine ausgesprochen missionarische Dynamik entwickelt. So konnten sich verschiedene Techniken und Praktiken oder gar ganze Traditionen und Bewegungen hinduistischer Herkunft auch im Abendland verbreiten, im Westen. Yogakurse beispielsweise, wenn man sich in München umschaut, gibt es ja unheimlich viele Yoga-Studios, im Hinduismus ein Befreiungsweg. Eine Eigenbezeichnung für den Hinduismus lautet Sanatana Dharma. Übersetzt bedeutet das ewige Ordnung. Vom Kosmos über die Gesellschaft hin bis zum individuellen Leben ist alles dieser universalen Ordnung unterworfen. In entsprechender Weise manifestiert sich der Dharma auch in der Gesellschaft, wo die Unterschiede zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen religiös festgeschrieben sind. Jedes Einzelwesen bestimmt durch seine Handlungen die Bedingungen für die nächste Daseinsgestalt. Die Folgen seines Tuns, Karma, das ist ein Sanskrit-Begriff und bedeutet Tat oder Werk, definieren also die Rahmenvorgaben des erneuten Lebens im ewigen Kreislauf des Werdens und Vergehens, Samsara. Und darin ist allerdings zugleich die Möglichkeit gegeben, dass sich der Mensch eine bessere Wiedergeburt erarbeitet. Das ist vielleicht so auch ein wichtiger Unterschied zu diesen westlichen Reinkarnationsvorstellungen. In den östlichen Systemen wird sozusagen die Wiedergeburt als Verhängnis angesehen. Es geht um Befreiung aus diesem Kreislauf. In westlichen, esoterischen Systemen gleicht sozusagen dieser Reinkarnationsprozess einer Wendeltreppe, dass man sich läutert, vervollkommnet und erhöht. Letztendlich geht es im Hinduismus darum, dass man sich endgültig befreit aus diesem Kreislauf. Das Ziel ist erreicht, wenn das Selbst, das Atman, das individuelle Prinzip, eins wird mit dem Brahman, dem universellen Prinzip. Und diese Befreiung kann man, so die Vorstellung, auf verschiedenen Wegen erreichen, durch Askese und körperlich-seelisches Training, durch Meditation und auf dem Pfad der Erkenntnis durch pflichtgemäßes Handeln, indem man das tut, was durch die Kaste, der man angehört, geboten ist, ohne nach dem eigenen Vorteil zu fragen, oder auch auf dem Weg der hingebenden Gottesliebe. Dankeschön. Ja, Hinduismus geht im Buch eben bis in das dritte Jahrtausend vor Christus zurück und ist die drittgrößte Religion. Hindu kommt von Sindhu, das ist der indische Namen des Flusses Indus. Mehr als 80% der Bevölkerung in Indien sind Hindus.
Hinduismus gibt es beispielsweise auch in Myanmar, in Thailand, Laos, Vietnam und so weiter. Und es ist im Grunde keine, es ist im Grunde keine einheitliche Religion, das ist lediglich der Name, den im Grunde die Engländer, die Indien besetzt hielten, den der Religion gegeben hat oder der Religionen, die es da gab. Und es gibt Gemeinsamkeiten, es ist eine polytheistische Religionsrichtung, will ich meinen, weil es ja verschiedene sind. Und sie haben alle keinen Religionsstifter. Wenn ich natürlich darüber spreche, dann rede ich über die Gemeinsamkeiten der Hinduisten. Und ich weiß, das ist eben, wie gesagt, das ist keine, man kann nicht von einer einheitlichen hinduistischen Religion sprechen. Es geht im Grunde um den Glauben an das Karma, das Gesetz der Tatvergeltung. Also man glaubt an die Wiedergeburt sowie an die Einteilung in Kasten und in bestimmte Lebensabschnitte. Und im Buch werden auch diese Kasten näher beschrieben. Aber erstmal geht es um die Lesung 8. Was ist Karma? Das ist gar nicht so einfach. Hindus glauben an die Wiedergeburt eines Menschen. Man kommt aber nicht unbedingt als Mensch wieder zur Welt, sondern beispielsweise auch als Tier. Sie glauben auch, dass die Form der Wiedergeburt, also das Lebewesen, dass man auf die Welt kommt, damit zusammenhängt, wie Hindus sich im jetzigen Leben verhalten. Demnach wollen sie im jetzigen Leben alles so gut wie möglich machen, damit sie dann im nächsten Leben ein besseres Leben bekommen. Dem Glauben zufolge reinigt der Fluss nun alles Negative, was man im Leben so gemacht hat, weg. Diese Gesamtzusammensetzung des Menschen mit allem Guten und Bösen ist das Karma. Die Menschen streben folglich ein möglichst gutes Karma an. Verstehe es so. Karma ist alles, was das irgendwie moralische Handeln des Menschen ausmacht. Ich habe gelesen, dass das dazu auch das gehört, was man in einem früheren Leben getan hat. Aha, aber wie soll man dann wissen, wie gut oder schlecht das eigene Karma ist? Das stimmt. Man kann es gar nicht wissen. Aber das Schlechte mit einem Bad im Ganges weg, da das Schlechte mit einem Bad im Ganges weggewaschen würde, ist das ja schon ziemlich gut. Ansonsten kann man sich eben vorbildlich verhalten, also genau so, wie es von einem erwartet wird. Also ich weiß nicht immer, was von mir erwartet wird. In der Schule schon gar nicht. Ich glaube, es geht eher um das soziale Verhalten. Viele Leute nehmen noch ein Bad im Ganges, wenn sie merken, dass sie bald sterben werden. Oder Hinterbliebene pilgern mit toten Verwandten dorthin, um sie im Ganges zu waschen und dann zu verbrennen. Dadurch soll dann eine von schlechtem Karma befreite Wiedergeburt möglich sein. Also theoretisch wurde das Kastensystem zwar abgeschafft und Indien ist durchaus eine Demokratie, aber praktisch würde ich meinen, nicht. Also viele junge Inder ziehen weg, also aus dem Dorf weg, um der Kaste zu entgehen. Wenn sie natürlich dann nicht mehr in ihrem eigenen Familienbund leben, dann sind sie natürlich auch weg von der Kaste und können möglicherweise so ein befreiteres Leben führen. Viele Menschen, aber viele junge Menschen, und das ist das Erstaunliche, die setzen sich für den Erhalt des Kastensystems ein. Also so eine Kaste gibt natürlich auch Sicherheit und so eine Karte, da weiß man, wie das Leben abläuft. Da gibt es nicht diese Unsicherheiten. Und gerade in Zeiten der Krise und der Not, wie ich auch schon sagte, da gehen die Menschen eher wieder zurück in ihre Herkunftskultur, Religion, Tradition. Und in diesem Sinne haben sich auch in Indien wieder stärker sogar, die setzen sich stärker die Menschen zu, durch die für den Erhalt des Kastensystems sind und sich leider auch gegen diejenigen stellen, die das nicht wollen. Auch gegen andere Religionen, auch gegen die muslimische Religion in Indien. So, jetzt komme ich zum Buddhismus. Bitte schön. Der Buddhismus, ja, er ist ja letztendlich, wenn man so will, eine Art Reaktion, kritische Gegenreaktion auf den Hinduismus, man könnte auch von einer sogenannten antitheistischen Religion sprechen. Also das heißt, der Buddhismus wandte sich zunächst mal gegen die Verkrustungen der altindischen Religionen. Er ist im 6. Jahrhundert vor Christus entstanden. Seine Botschaft stellt die Mitteilung einer Grundordnung dar, einer Lehre. Und dafür wird der Begriff Dharma verwendet. Es geht um eine Art Weltgesetz, das unabhängig von Tun und Erkenntnisfähigkeit aller Daseinsformen wirksam ist. Der aus dem nordindischen Geschlecht der Shakya stammende Siddhartha Gautama hatte nach Jahren des Suchens und Wanderns Einsicht in diesen Dharma erlangt, was ihm den Ehrentitel des Erwachten Buddha
einbrachte. Seiner Lehre liegt eine radikale Daseinsanalyse zugrunde. Alles Leben ist Leiden. Da ist dem Kreislauf der Wiedergeburten und damit der Vergänglichkeit unterworfen ist. Keine Freude dauert ewig, kein Glück hat Beständigkeit. Die Ursache des Leidens liegt in einem ichhaften Lebensverlangen, das mit der Illusion einhergeht, es gebe ein dauerhaftes, unwandelbares Selbst. Der Mensch ist in Wirklichkeit jedoch nur ein vorübergehender Zusammenfluss verschiedener Daseinsfaktoren und hält sich nur irrtümlicherweise für etwas Eigenes, für ein Ich. Und die buddhistische Vorstellung ist, dass diese Ich-Illusion muss allmählich abgebaut werden durch Belehrungen, durch meditative und asketische Übungen, ferner durch die gegenseitige Erziehung der Mönche im Mönchsorden und nicht zuletzt durch das Vorbild des Buddha, der als erster diesen Weg gegangen ist. Das Endziel ist Nirvana. Das wird damit erreicht, dass der Kreislauf des Werdens und Vergehens ein Ende findet, in dem der Mensch von jener fälschlichen Annahme seines Selbst lässt. Im Buddhismus kann man auch noch verschiedene Schulen unterscheiden. Es gibt den Theravada-Buddhismus, die Lehre der Älteren, der die Verantwortlichkeit des Einzelnen betont. Die Schulen des Mahayana, das sogenannte große Fahrzeug, wird so genannt, weil es beansprucht, viele seiner Anhänger aus dem Samsara ins Nirvana zu bringen. Die sind eher skeptisch, die Vertreter dieser Richtung, gegenüber der Möglichkeit, aus eigener Kraftanstrengung dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen. Und es gibt dann natürlich auch noch eigene Richtungen, die vor allem so zum Beispiel die Bodhisattvas in das Zentrum ihrer Lehre richten. Es geht also um Wesenheiten, künftige Buddhas, die aus Mitleid zugunsten der im Samsara befangenen Existenzen darauf verzichten, ins Nirvana einzugehen. Für den modernen Westler ist der Buddhismus eine faszinierende Religion, weil er als gottlos empfunden wird, also eine Religion ohne einen personalen Gott. Und er wird eben stärker auch als Philosophie wahrgenommen. Die Dekontextualisierung des Buddhismus lässt sich auch daran erkennen, dass man plötzlich hierzulande Buddha-Figuren im Baumarkt findet. Dankeschön. Also der Ursprungsort vom Buddhismus ist Nepal, das liegt nördlich von Indien. Erstaunlicherweise war eben das heutige Indien, da war der Buddhismus sehr weit verbreitet, aber heute sind es nur noch 0,7%. Heute ist es eher in Sri Lanka, Kambodscha und in vielen anderen Ländern, in denen die Buddhisten die Mehrheit sind. In China sind es 18% und insgesamt sind es 450 Millionen Menschen, die Buddhisten sind oder die sich selbst als Buddhisten bezeichnen. Es gibt da auch keine einzelne Gottheit, die verehrt wird, und auch überhaupt gar keine Gottheit, auch nicht viele. Es gibt kein Glaubenssystem mit festen Regeln. Verehrt wird Buddha vielleicht, also das eben, wie wir schon gehört haben, Siddhartha Gautama. Wie Hindus glauben die Buddhisten eben auch an die Wiedergeburt. Und gerade speziell Buddha, der hatte eben die innere Ruhe, die er dann bekommen hat durch sein Meditieren, die brachte ihn zur Erkenntnis und zur Erleuchtung. Und das Ziel für die Gläubigen ist, eine Erleuchtung zu erfahren. Und da kommt jetzt die Lesung 9. Aber woher wussten nun die Leute von seinen Erlebnissen? Wahrscheinlich hat er gepredigt, also Reden darüber gehalten. Da gibt es eine Predigt, die ist sehr berühmt. Die heißt Predigt von Benares. Er hat sie den fünf Mönchen gehalten. Darin geht es darum, dass er zwar ein sehr ausschweifendes Leben schlecht, aber die Selbstqual durch Hungern ebenfalls unedel ist und nicht zum Ziel führt. Stattdessen kann ein bescheidenes Leben, welches sehend und wissend macht, die Erleuchtung ermöglichen. Wir haben das in der Schule mal gelernt. Ich glaube, es war so, dass Buddha vier Wahrheiten festgelegt hat. Das ist erstens die, dass das Leben voller Leiden ist. Die zweite Wahrheit ist, dass Menschen leiden, weil sie immer etwas haben wollen. Das Materielle verursacht wohl Leiden, weil man es nicht halten kann. Die dritte Wahrheit ist, dass Menschen das Leiden überwinden können, wenn sie mehr an andere denken. Viertens geht es dann um den Weg aus dem Leiden. Daraus folgt eine Art Anleitung in 8 Stufen. Ja, diese 8 Stufen werden wir natürlich jetzt nicht erläutern. Das geht jetzt hier und heute zu weit, aber die kommen dann eben im Buch
kann man das eben nachlesen. Das Ziel ist auf alle Fälle, nichts mehr zu begehren, also ein Nirvana zu erreichen. Und damit kann man dann das Leid beenden und auch die Wiedergeburt. Also das Ziel ist tatsächlich, die Wiedergeburt nicht zu bekommen, sondern eben zu beenden. Genau. Und jetzt komme ich zu den Religionen gemeinsam in einer Stadt. Jerusalem, was ich vorhin auch schon angekündigt habe. Bitte schön. Ja, Jerusalem, Sehnsuchtsort, auch Stadt der drei monotheistischen Religionen. Sie haben dort in dieser Stadt Bauwerke errichtet, die als Heiligtümer verehrt werden. Nach der jüdischen Tradition werden biblische Urereignisse wie der Bund, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen schloss, auf jenen Berg projiziert, auf dem später der Tempel stehen sollte. Damit wird der Tempelberg zu einem Ort der ewigen Anwesenheit Gottes, an dem sich das Ende der Geschichte vollziehen und die Schöpfung vollkommen wird. Christinnen und Christen verehren den Ort der Kreuzigung und Auferstehung Christi, über dem sich die Grabeskirche nach der orthodoxen Tradition die Auferstehungskirche wölbt. Also für Katholiken und Orthodoxe ist das ein besonderer Ort und natürlich auch die Stätten, die man dann aufsucht. Die Protestantinnen und Protestanten sind dann natürlich sehr viel nüchterner. Es ist die Stätte auch von Salomos Tempel. Es ist der Ort auch der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Es spielt ja eine wichtige Rolle, Psalm 137, Vers 5. Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, dann soll mir die rechte Hand verdorren. Also auch die Hoffnung auf ein neues Jerusalem ist ja auch im Christentum sehr lebendig. Und Jerusalem ist auch die drittheiligste Stadt im Islam. Den Muslimen gilt Jerusalem mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee nach Mekka und Medina als drittheiligste Stadt, bevor der islamische Prophet Mohammed nach einer Auseinandersetzung mit den jüdischen Stämmen Medinas die Gebetsrichtung nach der Kaaba in Mekka änderte, beteten die Muslime Richtung Jerusalem. Danke. So, Lea? Ich fand es unglaublich, dass sie in Jerusalem in einer Stadt waren. Noch dazu in der Altstadt, in der verschiedene Religionen auf so kleinem Raum einfach nebeneinander praktiziert wurden. Da ist doch der Kreuzweg einfach mitten durch das Judenviertel verlaufen. Weißt du noch, wie wir da mit dem Kreuz auf dem Rücken durch die Altstadt gelaufen sind? Oh ja, und das war noch dazu am Abend. Wir sind bis zur Grabeskirche gelaufen, wo Jesus gekreuzigt und sogar begraben worden ist. Das Grab ist auch in der Kirche, aber nicht an der gleichen Stelle. Ihr habt dann die 15 Stationen gesucht, die auch Jesus wohl abgelaufen ist. An jeder Station ist etwas passiert. So ist er an der einen Station von den römischen Soldaten beschimpft worden, an der anderen Station hat er seine Mutter zum letzten Mal gesehen und wieder an einer anderen Station hat er etwas Wasser erhalten. Ihr beide habt alle Stationen mit Kreuz auf dem Rücken aufgesucht. Als ihr dann angefangen habt, eine Station zu suchen, die wir übersprungen waren, da bin ich ausgestiegen und habe mich mit einem orthodoxen Reiseführer unterhalten. Die gibt es dort nämlich auch. Das Gespräch war sicherlich auch interessant. Lea und ich sind an der Koranschule gescheitert, denn die zweite Station war in dem Schulhof und der war geschlossen. Wir haben versucht, darüber zu schauen, aber es ging nicht. Wir haben die Stationskennzeichnung nicht gefunden. Irgendwann haben wir aufgegeben. Ich glaube, es war abends um 10. Mit dem orthodoxen Reiseführer habe ich mich auf Deutsch unterhalten können. Da hatte ich genug Zeit. Wir sprachen davon, wie dies in Jerusalem funktionieren kann. Er hat mir die Abgrenzungen der verschiedenen Viertel in der Altstadt gezeigt, in dem Muslime, Christen oder Juden wohnen. Man kann das am Stil der Geschäfte und an der Kleidung der Leute erkennen. Das ist doch klar, die Juden tragen einen Hut oder eine Kippa. Das weiß doch jeder. Nein, nein, nicht nur das. Auch die Geschäfte verkaufen andere Souvenirs, religiöse Symbole und so weiter. Die Frauen sind beispielsweise bei den Muslimen häufiger mit Kopftuch bekleidet. Und die Jüdinnen tragen zwar auch ein Kopftuch, aber das ist hinten gebunden. Bei den Musliminnen ist es vorne gebunden. Die Christinnen tragen nichts auf dem Kopf. Außerdem ist die Kleidung der Christen moderner und die Geschäfte ebenso. Also ich fand es klasse, dass dies einfach so funktioniert, ohne dass sich die Menschen streiten. Das wundert mich vor allem deswegen, weil sich ja alle den Tempelberg teilen. Das fand ich unglaublich.
Alle sind auf so engem Raum und sie bekriegen sich nicht. Krieg gibt es aber schon im Land. Aber als wir zumindest da waren, nicht in Jerusalem. Ja, und da muss ich natürlich doch betonen an der Stelle, dass es natürlich vor ein paar Tagen Auseinandersetzungen gab und nicht nur vor ein paar Tagen, auch öfter. Aber als wir da waren, hat alles so wirklich friedlich gewirkt. In diesem Sommer 2018 war das in diesem Fall noch gar nicht so lange her. Genau. Nun, der Stein von Abraham, wie ich auch schon sagte, der liegt auf dem Tempelberg. Das ist für Juden, Christen und Muslime gleich wichtig. Und das ist doch schon mal eine ziemlich große Gemeinsamkeit, die man sich vielleicht, die nicht zu verachten ist. Aber es gibt natürlich noch weitere Gemeinsamkeiten. Ups, Moment. Genau, zu denen komme ich dann später noch. Bitte schön. Ja, was verbindet die Religionen? Ich denke, man muss beide sehen. Was verbindet sie und was unterscheidet sie? Wir merken ja, die Vielfalt von Religionen ist zu einer alltäglichen Erfahrung geworden. Wir erleben das durch Zuwanderung, vielfältige Formen der religiösen Pluralität, die inzwischen weithin als Normalfall unser Leben auch bestimmt und prägt. Hinzu kommt auch eine Globalisierung der Religionen. Es gibt eine Vielzahl an Informationen, Digitalisierung, Migrationsbewegungen führen auch zu religiöser Vielfalt. Wie sollen sich die Religionen begegnen? Ich möchte drei Ebenen nennen. Das eine ist sozusagen der Dialog. Das zweite ist das Thema Begegnung, Lernen voneinander. Und der dritte Aspekt ist das Zusammenleben, die Konvivenz, das friedliche Zusammenleben, dass man bei aller Unterschiedlichkeit auch friedlich zusammenleben kann. Eine spannende Frage bei diesen interreligiösen Verständigungsgesprächen ist immer, wie kann der Wahrheitsanspruch des eigenen Glaubens mit einer respektvollen und möglichst positiven Würdigung anderer Religionen verbunden werden und welche Grenzen sind zu akzeptieren? Ich denke, es ist immer wichtig, wer interreligiöse Gespräche führt und mit welchem Ziel. Ich denke, es geht auch um, erschrecken Sie nicht vor diesem Wort, um Heterogenitätskompetenz. Also das heißt, dass man auch mit Unterschiedlichkeit in einem religiösen Pluralismus zurechtkommen muss. Das heißt, die Fähigkeit, mit Vielfalt und Unterschiedlichkeit im religiösen Feld umzugehen. Das bedeutet, den anderen nicht für eigene Interessen zu vereinnahmen oder zu instrumentalisieren, beziehungsweise sich selbst vereinnahmen zu lassen. Ich denke, ein besonderes Verhältnis besteht zwischen dem Judentum und Christentum. Im Blick auf das Judentum gilt die Besonderheit, dass die Identität des Gottes Israel mit dem in Christus in Erscheinung getretenen Gott in das Innenverhältnis des christlichen Glaubens auch hineingehört. Wichtig erscheint mir, dass auch die jeweiligen Religionen einen wichtigen Beitrag dazu leisten für den Frieden, für die Verständigung. Und das heißt, die Vielfalt der Religionen kann nicht aus der Vogelperspektive einer über allen Standpunkten schwebenden Religionswissenschaft moderiert und gestaltet werden, sondern lebt von der Explikation des eigenen Glaubens, die Darlegung seiner Gründe und ethischen Überzeugungen. Und ich finde, dass man mindestens auch eine andere Religion kennen muss, um auch den eigenen Glauben auszudrücken, lernt. Und ich denke, dieses Buch von Karin Schnebel hilft dabei, auch das Verbindende zwischen den Religionen zu suchen und zu finden und vor allem auch das Friedenspotenzial zu entdecken. Dankeschön. Ja, alle Religionen, damit sind wir bei den Gemeinsamkeiten, die streben Liebe an und die geben innere Ruhe oder sie auf der Suche nach der inneren Ruhe hilft die Religion. Die Religionen haben zu allen Zeiten schon Menschen auch geholfen, schwierige Situationen durchzustehen. Also ich glaube auch beispielsweise die Pioniere, die nach Amerika sind, ohne die Religion hätte das möglicherweise nicht funktioniert, weil die Religionen haben klare Regeln vorgegeben. Es gab ja erstmal keine Gesetze und alle haben sich daran halten müssen. Und das hatte viel Gemeinsamkeiten ausgelöst innerhalb der Gruppe in diesem Fall. Alle Religionen haben nun Respekt vor der Schöpfung und vor allem Lebenden. Und es ist, alle Religionen lehnen im Grunde Gewalt ab. Ja? Doch viele Religionen sehen sich als Opfer, vielleicht auch manchmal als diskriminiert oder so. Und sie meinen sich, dagegen wehren zu müssen. Und das kann ein Grund für Kriege sein. Allerdings, die Gründe sind natürlich komplexer als nur ganz so einfach. Das weiß ich natürlich wohl als Politikwissenschaftlerin sowieso.
Aber es ist mit ein Grund, also jetzt denke natürlich an den muslimischen Glauben, aber das ist ein komplexes Thema, welches wir hier sicherlich nicht erläutern können. Die Verschiedenheiten sind die unterschiedlichen Auslegungen der Heiligen Schriften und das Andersdenkende können natürlich dann leicht zu Feinden werden. Und ich will hier gerne an den Hans Küng erinnern, der ist vor knapp einem Monat hat er den Todestag gehabt. Er war ein katholischer Theologe und hat die Stiftung Weltethos gegründet. Und diese Stiftung hatte zum Ziel, den Weltfrieden zu stiften. Und er war der Meinung, und darüber hat er auch geschrieben und publiziert, dass ein Weltfrieden nur im Dialog zwischen den Religionen möglich ist. Also das Bewusstsein, dass wir Werte auch teilen und Normen teilen, ist grundlegend für den Frieden. In diesem Sinne würde ich gerne für heute mich bedanken bei Ihnen und Ihnen auch mitteilen, dass dieses Buch im Rahmen des Wertebündnisprojektes mir ermöglicht worden ist, umzusetzen. Und Sie können das gerne natürlich über die üblichen Wege bestellen, aber gerne auch über uns selbst, also über meine karin.schnebel@gimuenchen.de gerne oder über die Website, wenn Sie da schauen wollen. Herzlichen Dank und ich würde meinen, wir können jetzt gerne noch diese Fragen, die jetzt aufgrund der Unterbrechung weg sind, ich manche noch weiß, versuchen zu beantworten. Habe ich versucht zu beantworten. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Vielleicht schauen wir uns die neueren an, wenn ich darf, weil ich lutherischer Theologe bin, würde ich gerne die Frage von Gerd Peter aufnehmen. Ursprünglich wollte doch Luther keine neue Kirche gründen, oder? In der Tat, Reformation heißt ja Erneuerung. Luther wollte die Kirche reformieren, das heißt wieder auf die Ursprünge des Evangeliums zurückführen. Und es war natürlich für die Reformatoren völlig klar, dass auch die altkirchlichen Bekenntnisse in Geltung sind. Es sollte da nicht gespalten werden, aber es hat sich dann eben geschichtlich nicht verhindern lassen. Es ist natürlich ein Schmerz, der hier vorhanden ist. Aber ich denke, die ökumenischen Bemühungen haben doch gezeigt, dass wir sehr stark mit den katholischen Schwestern und Brüdern da sehr verbunden sind. Bei manchen zeigen sich noch Unterschiede, das ist klar, aber ich denke, es ist ein guter Weg. Genau, ich würde vielleicht, kann ja die Präsentation stoppen, das geht ja ganz gut, ne? Ich würde vielleicht die Antwort geben, wäre denn die Welt ohne Religionen besser oder schlechter? Nein, eine Antwort habe ich ehrlich gesagt kein bisschen. Ja. Also das kann ich natürlich nicht liefern, aber ich glaube, ich meine, dass die Religionen viel auch nicht nur zum Krieg, sondern auch zum Frieden beitragen. Und die Religionen waren ursprünglich, ich glaube, wichtig überhaupt für die Entwicklung der Menschheit. Genau, das würde ich mal so stehen lassen, um erst die anderen Fragen noch zu beantworten. Darüber können wir auch gerne diskutieren. Jetzt würde ich wieder an Herrn Pöllmann weitergehen. Ja, ich würde, die Frage von Michael Geisler, gibt es Unterschiede innerhalb der Orthodoxie? Serbien, Bulgarien, Ukraine und Russland sind doch kulturell und politisch sehr unterschiedlich. Das stimmt, ganz klar. Da muss man natürlich auch den jeweiligen nationalen Hintergrund sehen. Die orthodoxe Kirche hat, wie ich ja versucht habe, auch klarzumachen, auch ein eigenes Oberhaupt. Es gibt natürlich auch Patriarchen und es gibt sozusagen in diesem Gremium der Patriarchen einen Primus inter pares. Also das unterscheidet die Orthodoxie von dem römischen Katholizismus. Da könnte man sicherlich noch mehr dazu sagen. Jetzt gebe ich erstmal an Karin Schnebel weiter. Hier hat ein anonymer Zuschauer gefragt, Religionen klingen funktional nach Disziplinierungsinstrumenten. Sind sie Opium für das Volk? Ich glaube, das ist zu einfach. Also ich denke, die Religionen haben geholfen, in der Tat geholfen, den Menschen Regeln zu geben. Einfach oder haben die Regeln vorgegeben in Zeiten, wo es vielleicht auch keine Gesetze gab oder haben vielleicht auch die Gesetze geprägt und so weiter. Und haben sich, das ist ja eine Entwicklung, die gemeinsam ging. Aber dass es Opium für das Volk ist, man kann es so sehen, weil es natürlich uns ermöglicht, vielleicht in transzendente Dinge zu denken. Und das könnte ja auch sowas wie eine Droge sein. Aber ich glaube, es hat der Nutzen für die Gesellschaft, für den Zusammenhalt der Gesellschaft, den finde ich größer. Ich schaue jetzt auch ein bisschen auf die Uhr, vielleicht noch eine Minute für die Frage. Wenn da noch mehr ist, dann können wir auch gerne ein paar Minuten überziehen, nach meiner Meinung. Ja,
Genau. Ja, das ist eine spannende Frage auch von Herrn Geisler wieder. Wie lässt sich der interreligiöse Dialog mit dem Missionsauftrag Jesu in Matthäus 28, 19 in Einklang bringen? Ich denke, da ist natürlich zweierlei angedeutet, sozusagen auch der Missionsbefehl, auch dass Mission natürlich auch im Christentum eine Rolle spielt. Aber ich denke, das sollte natürlich auch in der Achtung gegenüber anderen Überzeugungen sein. Also ich denke, gerade das Verhältnis vom Christentum zum Judentum ist nochmal besonders zu betrachten. Da ist ja ein ganz enges Verhältnis. Ich meine, und das betrifft natürlich auch die Begegnung von Religionen untereinander, dass es auch, ich möchte mal sagen, die Möglichkeit einer Religionskonversion geben soll und darf. Also das heißt, dass eben auch jemand in eine andere Religion wechseln darf. Natürlich, Matthäus 28, 19 aus christlicher Sicht, diese Christuszentrierung ist sehr, sehr wichtig. Aber ich denke, dass durch diese Gewissheit auch möglich wird, offen zu sein für Gespräche mit Menschen anderer religiöser Überzeugungen. Und das ist ja auch ein Dialogprozess, auch ein Lernprozess, dass man auch im Gegenüber, im Gespräch mit anderen wieder das eigene neu entdecken lernt. Okay, danke. Ich habe hier noch eine Frage, an der ich vielleicht was dazu sagen kann. Welchen Vorteil an Halle sahen die Menschen an einen Gott zu glauben? War es die Zusage an ein ewiges Leben? Also ich bin keine Theologin, ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich sehe es eher als eine Folge von Kriegen, von Konflikten, von Politik, meine Güte, ja, wie es halt damals gemacht worden ist, dass sich dann in bestimmten Gebieten bestimmte Religionen durchgesetzt haben. Ja? Aber es gibt natürlich dann wieder einige, vielleicht in der Anfangszeit des Christentums, die dann vielleicht eher daran gedacht haben, das Christentum, das bietet mir jetzt was richtig Tolles, das bietet mir einen guten Gott, ja, einen tollen Gott, der Nächstenliebe, der vielleicht weniger bestraft, also so wie das Jesus vielleicht dargestellt hat, das gibt es vielleicht auch. Aber ansonsten, wenn Kaiser Konstantin das Christentum im ganzen Römischen Reich aufruft, dann hat sich das ja auch nicht ganz gleich durchgesetzt. Es war ja auch ein Prozess und es war ja schließlich Pflicht, das Christentum dann anzunehmen. Und ich glaube, es war ja auch eine lange Geschichte. Also man hat ja noch an die Hexen geglaubt und an verschiedene Vielgötterreligionen, die ja lange Zeit noch aktuell waren trotzdem. Mhm. Ich weiß nicht, wenn Herr Pöllmann noch was sagen will. Ja, ein anonymer Zuschauer fragt, das ist natürlich eine spannende Frage, haben Kirchen trotz Trennung von Staat und Kirche nicht zu viel Einfluss, Abtreibung, Sterbehilfe? Nun muss man dazu sagen, wir leben ja nicht in einem laizistischen Staat, also der radikalen Trennung, sondern man spricht hier im Verfassungsrecht eher von einer hinkenden Trennung. Und ich denke, wir leben natürlich auch in einer säkularen, wir leben in einer weltanschaulich pluralen Gesellschaft und die Kirchen sind natürlich eine Stimme unter vielen. Und ich denke, da ist es auch wichtig und da leisten die Kirchen, denke ich, egal welcher Konfession, auch einen wichtigen Beitrag für eine Ethik der Einfühlsamkeit, auch für eine Kultur der Rücksichtnahme und Barmherzigkeit. Eine Art der Rücksichtnahme, die ich leider, und jetzt werde ich aktuell, bei vielen der Corona-Leugner und Querdenker vermisse. Ich würde auch noch gerne was dazu sagen. Also meine Säkularisierung, das ist ja eben, wie Herr Pöllmann schon gesagt hat, nicht eine, das heißt ja nur eine Distanz zur Kirche. Das ist keine Trennung der Kirche, eine Distanz zur Kirche. Es ist, also Politologen würden sagen, die Kirchen stehen damit nicht mehr oberhalb der Politik, wie das vielleicht vor 1803, vor der Säkularisation, also der Enteignung der Kirchen der Fall war, sondern die Kirchen stehen jetzt unterhalb der Politik. Das heißt, sie haben durchaus einen Einfluss, aber sie treffen keine politischen Entscheidungen. Also ganz konkrete politische Entscheidungen nicht. Und einen Einfluss haben sie so wie im Grunde sicherlich stärker, aber alle Gruppen, alle vorpolitischen Gruppen haben übrigens einen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Das sind nicht nur die Kirchen. Ne? Also ich erinnere mal an Friday for Future beispielsweise, ein sehr großer Einfluss, würde ich meinen, ja, auf die Politik. Und genauso haben auch die Kirche die Möglichkeit durch ihre Konzepte, vielleicht ist es auch, wie Herr Pöllmann gemeint hat, recht gut, der Nächstenliebe, Konzepte der Vergebung, Konzepte der Solidarität. Ich würde mich jetzt hiermit verabschieden. Also ich freue mich, dass Sie da waren. Herzlichen Dank fürs Zuhören von meiner Seite und gerne wieder einmal. Auf Wiedersehen.